Kombinationsmaschine. In dieser Spielform schulen wir das Kombinationsspiel der Kinder in Überzahl und insbesondere das vorausschauende Spiel. Dazu benötigen wir 4 Minitore, die frontal zueinander aufgestellt werden. Der Abstand zwischen 2 gegenüberliegenden Toren sollte jeweils ca. 12 Meter betragen. Platzieren Sie 4 rote neutrale Spieler auf die 4 Seitenlinien zwischen jeweils 2 Minitore. In der Mitte des Spielfeldes spielen 3 gelbe und 3 blaue Spieler gegeneinander. Die ballbesitzende Mannschaft versucht mit Hilfe der 4 roten neutralen Spieler 8 Positionen zu überspielen, um im Anschluss ein Tor auf ein beliebiges Minitor zu erzielen. Die neutralen roten Spieler müssen dabei stets direkt spielen, während die SpielerInnen beliebig viele Kontakte machen dürfen. Bei Ballgewinn der Gelben spielen diese mit den roten Spielern gegen die Blauen und versuchen ebenfalls 8 Positionen zu überspielen, um anschließend ein Tor schießen zu können. Zählen Sie als Trainer die Kontakte laut mit. Sobald die Spieler das Spiel beherrschen, müssen alle Spieler stets direkt spielen. Nur bei der Balleroberung darf der jeweilige Spieler mehr Kontakte verwenden.